Und willkommen zurück zu Let's Play DayZ in Zelenogorsk. In wo, bitte? Boah, Zelenogorsk. Und Zelenogorsk, und das kam gleich ein Donner, ne? Und natürlich hier Booms voller Server. Und wir wollen mal in die Military Base gucken. Wollen wir das? Wir brauchen es eigentlich nicht, aber die Stadt wird geräumt. Die Stadt wird geräumt, genau. Die Stadt wird geräumt, ja. Lange ist es her. Lange ist es her, wir waren ewig nicht in Zelenogorsk. Und, Leute, ich könnte jetzt fast sagen, dass wir in der Aufnahme auch erst das dritte Mal da sind, ne? Einmal, als wir uns verlaufen haben. Nee, einmal, als wir hin wollten, ne? Uns nicht gefunden haben oder so, ich weiß es nicht. Ja, genau, dann haben wir später danach irgendwann zufällig hingefunden. Einmal sind wir hier Playern begegnet. Und, einmal, ja, ist jetzt halt, ne? Da liegt ein bisschen was drin, aber. Da liegt ein hammergeiler Rucksack, den ich mir mal snacken würde. Dryback, das große, ja. Grüne. Nein, schwarz. Lol. Ach, ihr seid da? Wart ihr schon in Baracken? Nee, ich bin vor der Tür. Da hinten auf dem Feld war letztes Mal, als ich mit Snake unterwegs war, war da so ein russischer Heli-Crash. Ein russischer Heli... Oh, Alter. Was? Hä? Nix. Was, ein russischer Heli-Crash? Ja, die dampfen dann nicht so. Das sind keine schwarzen, sondern so... Ach, die grauen, ja. die es damals stationär gab? Nee, die sind zu braun. Ja, deine Mutter. Ja. Die ist auch braun. Cute brown girl. Untenrum. Aber hier liegt nichts so groß, ne? Was ist das? Oh, lol, wir können unser Blut testen, wer will? Ich nicht. Nee. Obwohl, das ist schon ein bisschen langweilig, ne? Wird sowieso nie kommen, ne? Entweder instant tot oder einfach unbesiegbar. Aber das könnte uns nochmal passieren, finde ich. Was denn? Fuck, Luzi, gib mir schnell Blut. Fuck, Mann, schnell rein, ey! Wie ist denn das? Stirbt dann nur der Blut kriegt? Ja, ne? Ja, schon, doch. Das wäre, obwohl. Ja, na klar. Naja, du musst es ja abzapfen. Und der es kriegt, aber es nicht verträgt, der wird. Der wird verrecken. Stimmt. Ah, stimmt, das ist ja gar nicht so von Körper zu Körper, ne? Sondern das nimmt ja immer den Umweg. Warte mal. Hast du gerade eine pinke Mütze auf? Willst du mich verarschen gerade? Willst du mich gerade hart verarschen, ey? Komm, nee, weißt du. Oh, Daniel zieht. Mit sowas muss man wieder arbeiten, ey. Ja, ich musste mir die pinke Mütze angucken, aber du trägst sie schon. Ist alles okay. Ist alles okay. Ja, wir gucken uns mal Zelenogorsk an. Für alle, die es nicht mehr kennen, das ist Zelenogorsk. Eine Stadt, ich glaube, das ist eine der Städte, die sich am wenigsten verändert haben im Laufe der Updates. Muss man sagen, wird auch mit Z geschrieben, ja? Ja. Ja, und hier gibt es halt jede Menge Pianohäuser und eine Polizei. Das heißt ja auch, und das wissen viele nicht, DS. Ach so. Ja, heißt es nicht DayZ? Nee, DayZ. DayZ. Wir kommen zurück bei DayZ. Nee, aber DayZ finde ich irgendwie schwul. Ja, DayZ, Junge. Jetzt war ohne, ich finde das irgendwie ein bisschen langweilig hier, ne? Ja, komm, dann müssen wir ein paar Player finden. Ich würde sagen, wir gehen über jetzt mal friedlich über den Green Mountain. Weil da war letztens auch Action. Da wollte ich flüchten vor Playern, die mich hier verfolgt haben in der Stadt. Boah. Und will in das Gefängnis rein, da hocken da drei und warten. Ja. Und du bist gestorben? Nein. Ich kenne ja das Gebiet wie meine Westentasche, ne? Bin ich gleich, zack, Hechtsprung unter der Mauer durch, weg. Ja, du kennst die Leiter, den Turm hoch. Ja, die kenne ich auch. Lol. Ja, du kennst so einiges. Der gehört grad mir. Ich habe keinen Schuss gehört, ne? Ach so, ja, hat jemand geschossen? Das bin ich, das ist mein neuer Sniper-Skill. Ach so. Wow. Du bist ein Pro geworden, Mann. Weg sind sie. Silent. Ja, Silent Operation. Ich dachte, da wäre echt ein Player gewesen jetzt. Du musst Englisch sprechen, das ist ein englischer Server. So. Hey, so komm mal here to me. I want to play with you. I want to shoot a bit. Ich habe euch das von Anfang an gesagt, die Stadt hier, das wird einfach nur langweilig. Was bist du denn jetzt, ey? Als wäre das Game nicht schon ohne Spaß genug. Wie es mal sein Vorschlag war, dahin, ne? Wie sein Vorschlag war, hierher zu gehen. Aber naja. Ich bin mir nicht sicher, was ihr da gerade labert, aber leider nicht verstanden. Zwei Schüsse habe ich noch. Nein, ich habe nichts damit zu tun. Stopp, Friendlyman, fucking Friendlyman. Achso. Ja, wenn sie nichts damit zu tun haben, wäre das gerade nicht so. Keine Ahnung,
nicht mit ihm assoziiert werden. Nur weil er schwarz ist? Nee, weil er zielt. Er ist einfach aggressiv. Er ist aggressiv drauf. Lol. Alter, die Scheiben. Ja, dann lass uns doch mal... Ist das altes Live oder was? Lass uns mal weiter über Green Mountain gehen. Ich mir lass schon. Uns mal über Green Mountain, genau. Das ich sind bestimmt das Gefühl, Player. Da sind bestimmt Player sicher. By the way, Server voll, ja, bevor jetzt wieder einer schreibt. Ist leer. Ist voll. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Selenogorsk. Bis zum nächsten Mal bei der 20 Uhr. Schon ein bisschen traurig, ne? Also. Was meckerst du? Was X. Geh mal üben, Alter. Echt. Geh mal üben. Ja, der Ausdruck gefällt mir. Ich glaube, den hast du heute gesagt. Aber ich finde, den kann man auch so manchmal einfach sagen, weißt du? Wenn du wieder irgendwie Scheiße machst oder so, oder nichts gebracht. Weißt du, wie du hast schon wieder dein diesen Bug, wo du dich anfäst, Alter. Geh doch mal üben. Oh Mann, ey. Lustig, Mann. Na klar. Ich habe übrigens hier so einen total geilen Tortilla-Backpack, ne? Mhm. Alter, immer wenn du was sagst, habe ich sofort Hunger. Ja, ich auch, ne? Oh. Lecker Nudeln. Ja. Lauf bitte hinter mir. Ah, nee, ich sehe den die ganze Zeit bei mir, ne? Aber ohne, ich habe jetzt echt Hunger. Ja, aber nicht auf Tortilla-Nudeln. Nee. So, komm, go, bevor es anfängt zu irrwohl, es regnet ja schon. Oh, Lord, bevor es regnet. Episch, ne? Ja. Was ist denn jetzt wieder episch hier? Es regnet halt. Nein, da, der Turm. Alter. Ach so, der ist episch. Oh, lol. Alter, die Farben, Mann. Krass, ey, das zieh ich mir jetzt erstmal in Ruhe rein. Daniel sitzt auf der Straße, genau. Oh, moin. Was? War das nicht das Gebiet hier, wo Alter. Daniel angefangen hat hier unten? Ah, nee. Was denn? Warte mal. Ich glaube, das ist echt episch. Doch, in der Ecke hat Daniel angefangen, glaube ich. Der Kontrast auch vom Turm. Sau nice, Mann. Die Farben. Der Kontrast. Der Farbton. Ja. Ah, doch, da hinten rechts war das, ne? Am rechten Ende, wo die gelben Bäume stehen. Das ist übrigens hier nur mal kurz zur Randnotiz, ne? Das ist Folge 300, die wir hier gerade aufnehmen. Ja, und willst du damit alle mal klatschen? Hey. Willst du damit irgendwie was da aussagen? Nee. Das heißt, wir haben bald ein Jahr DayZ hinter uns, oder was? Ja, wir können jetzt noch irgendein scheiß Special machen, so, wo ich mir frage, ja, wieso jetzt denn? Das kann man auch bei Folge 332 machen. Ja. Oder 333, das finde ich sogar noch cooler, 333. Im Grunde genommen ist ja jede Folge ein Special, ne? Im Grunde ist jeder Augenblick Special. Bro. Deswegen finde ich alle was Besonderes. Oh. Ah. Ich bin ganz geil. Ja, das ist jetzt tief, ne? Ja. Das ist ja... Das hat er gut gepasst, Alter. Ja. Das sitzt tief. Und der stürmt da rum im Wald, einsam und verlassen. Oh. Das klingt nach Makarov. Ja, ja. Alter, ey. Ich schmeiß das Ding jetzt weg. Keine Muni mehr. Ich hab. Na ja, egal. Obwohl? Ich glaube, ich habe noch nie jemanden mit der Makarov gekillt. Und mit Zeit. Ich glaube, das war doch so dieses, oh, Green Mountain Bro Battle, ich muss auf euch schießen, Feeling. Was jetzt gerade durchgekommen ist, oder? Okay. Ja, ja, was jetzt gerade durchgekommen ist. Regnet das bei euch auch? Oh ja. Wisst ihr eigentlich noch, wie die Tanne heißt hier? Birke, ne, keine Ahnung, Tannenbaum oder was? Ne, ich dachte, ihr habt den Namen gegeben. Ach so, wegen dem Camp meinst du? Ja, also meine da hinten, in dem Eck haben alle Namen. Ach so. Ja, der saß jetzt nicht so tief, ne? Tief sitzen, Mama. Lustig. Ja, hättest du das gehört? Obwohl, ja, dein Humor ist ein bisschen eingeschränkt, was das angeht, glaub. Lol. Oder? Ja, doch schon. Soll das keine Beleidigung sein, so, ne? Alter, mach doch erstmal Abi, was willst du denn? Was? What? Abi? Was ist denn das? Das ist ein Fremdwort in der Schweiz, ne? Wenn man zu faul ist, zum Arbeiten gehen und einfach weiter zur Schule geht, ne? Ja, das ist auch so ein Grund. Ja. Jetzt, was ich mich gefragt habe, als ich hier flüchten musste, ne? Gibt es hier auch eine Stelle im Zaun, wo man durch kann? Ich glaube nicht, ne? Nee, ist halt der Zaun, ne? Nee, du kommst nicht durch den Zaun durch.
Du musst den Eingang benutzen, wenn du da rein willst. Ich habe die nämlich da, nach da hinten gelockt. Ach, dann kamst. Ah, warte mal. Dann bist du da quasi. Also hinter den Zaun gegangen und dann. Hast du seine Folge nicht geguckt oder was? Was bist du denn? Na doch, klar. Ich wollte doch sehen, Alter, hier geht's lang? Ja, ja, da bist du da unten. Ja, ja, genau. Und dann hier geht's schön rum. Saftsack, easy going. Ja, ja, komm, ey. Hier noch nicht? Das wird zu. Wo seid ihr? Oh, Lotte. Ja, ich folge dir quasi parallel. Und dann. Lol, wo ist denn die Lücke hier? Da hier ist unten. Doch die Lücke hier. Bist du ja reingekommen bestimmt. Oder weiter hinten? Nee, nee. Hier hinten im Eck. What? Hä? Ach, dein! Wo bist du denn? Hä? Lol. Ja, hier bin ich durchgekommen. Ach, da, und dann bist du quasi hier hinten durch das Gebäude. Genau, hier also hinten hier, lang. Da, ja. Und dann quasi das Sneaky rang. Und dann bist du da von links schon gekommen. Ja, und dann hier. Dann bin ich hier in die Tanne vor und dann. Aber guck mal, Bro, was wäre, wenn. Bleib da mal stehen. Ja. Was wäre, wenn ich jetzt anstatt daraus jetzt hier rausgekommen wäre? Hätten wir dann voll den Fight gehabt? Stimmt. Dann hättest du mich wenigstens noch einmal getroffen, bevor du einen schwarzen Bildschirm gehabt hättest. Ja, obwohl. Hm. Oh! Wie er es retten will, ne? Und wie der Schwarze da schon. Ja, LOL! Ja, da guck, ey! Ich bin Patrick, ich will den Angst einjagen. Ich bin Patrick. Angst, Mama. Aber mit dem Ultra-Folge. Was? Ja, komm, du musst halt auch ohne mal gutes Gameplay mal die Leute unterhalten können. Mit einem Fistfight, meinst du? Nein, kein Fistfight, das ist doch langweilig, Mann. Ich glaube, das ist gute Unterhaltung. Schreib doch mal, ist das gute Unterhaltung, wenn Luzi aufs Maul kriegt? Also bei mir haben sie geschrieben, wenn du das nochmal machst, soll ich dich umschießen. Also bei mir haben sie geschrieben, wir sollten uns öfters in die Fresse hauen, weil dann immer Schüsse fallen von irgendwo. Ja dann. Nein, aber es hieß ja, nein, es hieß, ich soll Daniel öfter mal in die Fresse hauen, dann fallen Schüsse so. Wow. Komm, schlag ihn nochmal. Hm? Ja, traust du dich? Hm? Hä? Traust du dich? Oh, hier ist noch Blut von mir. Lol. Oh ja, das tat gut. LOL. Oh, oh, oh. LOL! LOL! Wir haben zu viel Munition, Mama. Munition, Mama. Man merkt es, ne? So, und unser. Was ist eigentlich unser Plan noch? Wollen wir da noch ich später. Ich sehe, was du in der Hand hast, Alter. Puh, puh. LOL! Schön eingesperrt, da wo du hingehörst, ey. Ja, das wäre vor allen Dingen. Hinter Gitter, ey. Irgendwann töten die Dinger mal. Ich schwöre. Du kommst in den Frauen schwöre. Gut, hier waren aber keine Zombies, das heißt, so lange ist das wohl noch gar nicht her, dass hier wer war. Ja, hier sind Spieler überall. So. Fuck. Ja, Airfield. Ja? Wo gehen wir denn als nächstes hin? Cherno oder so? Wo ein bisschen das was war los ja, ist? Das war ja dein Ziel irgendwie. Ne, so wir können auch Military Base. Können wir auch gehen. Was? Das auch immer. Oder Airfield oder so. Oh, achso. Wir waren ewig nicht in Cherno. Chernobyl Kid, komm. Lass uns mal eine Aufnahmepause besprechen. Okay. Finde ich dann auch. Bis morgen, 20 Uhr. Tschö.